ist denn das? Och Marc, das ist doch unser Starporträt mit Limahl. Aha. Gotta get these bits under here. Der Limahl ist heute der Star in unserem Starporträt. Er war bei uns in München zu Gast im Bravo Fotostudio, um Aufnahmen für ein neues Poster zu machen. Klar, dass Zeit bei einem Weltstar wie Limahl knapp ist, denn kaum hat er den Fuß in unser Studio gesetzt, da ist er mit dem anderen Bein schon wieder im Flugzeug, um zu einem Konzert oder zu Plattenaufnahmen zu düsen. Trotzdem ist es uns gelungen, ihn zwischen den Fotoaufnahmen für ein Interview vor unsere Fernsehkamera zu bekommen. Wir wollten von Limahl zum Beispiel wissen, ob er bald wieder eine eigene Band haben wird, um wieder live spielen zu können. Ja, ja, sehr bald. Wirst du dann wieder nach Deutschland kommen, um eine Tournee zu machen? Ich möchte gerne eine Welttournee machen, aber das ist eine Frage der Organisation. Aber auch, wie erfolgreich deine Platten dann sind, oder? Natürlich, umso erfolgreicher sind dann die Konzerte. Wie ist das? Textest und komponierst du alles selbst? Oh ja, manchmal habe ich eine Idee, dann setze ich mich ans Klavier. Manchmal improvisiere ich auch einfach bloß und entdecke eine alte Idee neu. Da kommt manchmal viel dabei raus. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Boy George zum Beispiel hatte während eines Fluges in die USA ganz plötzlich die Idee zu Karma Chameleon. Alle lachten ihn aus und sagten, das wird nie ein Hit. Too Much Trouble ist ja auch so ein Ohrwurm. Hast du gewusst, dass das ein Hit wird? Too Much Trouble? Ja. Ja. Bei Too Much Trouble habe ich zum Beispiel nur so rumgespielt. Es gab da drei Akkorde und rausgekommen ist... Wirst du eigentlich bei deinen Songs von ganz persönlichen Erlebnissen inspiriert? Ja, genau, man wird immer beeinflusst. Wie war das zum Beispiel mit deinem Song über Tierexperimente? Gegen Experimente? Ja, das ist auch bei uns ein großes Problem. It's a world problem. There's a slogan in England for vegetarianism and that whole thing called live and let live. Das ist ein weltweites Problem. Wir haben in England einen Slogan für Vegetarier: Leben und leben lassen. Ich denke, das ist ein gutes Thema und so schrieb ich dieses Lied. Isst du wirklich kein Fleisch, nur noch Gemüse? Nein, schon seit 6 Jahren nicht mehr. Was isst du dann? Carrots. Karotten. Sag mal, Limahl, kannst du eigentlich kochen? Man kann es essen. Wirklich? Klar, du musst es mal probieren. Limahl, eine letzte Frage. Du nennst dich Limahl, aber das ist nicht dein richtiger Name. Wie bist du zu diesem Namen gekommen? Und vor allem, wie ist dein richtiger Name? Kannst du uns das erklären? Marilyns richtiger Name ist Peter Robinson. Elton Johns richtiger Name ist Reg Dwight. Und Limahls richtiger Name ist Christopher Hamill. Limahl kommt von Hamill. Ich habe meinen Namen einfach umgedreht. So entstehen Pseudonyme. Hamill, Limahl. Das ist stark. Bye.